Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und damit herzlich willkommen bei Claudia und Robert von Anker am Meer und heute bei Tom. Grüß dich, Tom. Hi. Ja, ihr könnt es vielleicht erahnen, wo wir sind. Und zwar, wir sind heute 600 Kilometer von unserem Wohnort entfernt in Berlin. Und wir kriegen heute sozusagen eine absolute Sahneschnitte zu sehen. Und wer da drauf Bock hat, bis gleich. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben. Wir haben heute tatsächlich, das war jetzt kein Spaß, sondern ernst gemeint, eine Sahneschnitte insofern, wenn man sich für Agropuren interessiert. Gerade wer auf Facebook viel guckt, der wird vielleicht schon mal das ein oder andere Bild gesehen haben und eben auch mit der Kennzeichnung TK für Toms Korallen. Genau. Ja. Ich glaube, unsere Leute erwarten immer so ein bisschen Background des Aquariums. Ich würde sagen, mach mal das zuerst, den Glaskasten. Was hast du für Maße? Ja, das Becken ist 2,20 Meter breit, hat eine Tiefe von 1,20 Meter und eine Höhe von 70 Zentimeter. Okay, das heißt, du hast circa 1800 Liter Wasser. Genau. In deinem Schaubecken. Genau, das ist in diesem Becken, das hier ist eins von fünf Aquarien, die hier oben stehen. Genau, ihr kriegt auch übrigens mehr zu sehen wie ein Video, aber lasst euch überraschen. Wir sind übrigens wie immer, wie wir das eigentlich immer so machen, aus dem Bild gegangen, damit ihr das Aquarium genießen könnt und nicht uns unbedingt sehen müsst. Insofern, ich freue mich jetzt auf alles, was kommt. Licht ist das Nächste. Was hast du? Ja, hier ist viel Licht drüber. Die Hauptbeleuchtung wird durch 6 Radeon G4 Pro umgesetzt und damit die Selbstabschottung in den Korallen nicht so stark ist, hängen nochmal 2 Lampen mit jeweils 4x80 Watt T5 daneben. Und wie viel hast du Gesamtwattleistung? Weißt du das aus dem Kopf? Oh, gute Frage. Im gesamten Keller hängen über 3000 Watt. Ich glaube, 2000 Watt entfallen aufs Hauptbecken. Okay, ja, 2000 Watt, das ist auch ganz ordentlich, ne? Ja. Würde ich mal so sagen. Jetzt muss ich dazu auch sagen, es ist ja nicht immer jedermanns Sache, ein reines SPS-Becken ist es jetzt nicht, aber überwiegend SPS. Mhm. Aber es gilt, und das zu Recht, als eigentlich schon die hohe Kunst der Meerwasser-Aquaristik. Du wirst mir mehr sagen können wie ich. Ich kann es jetzt nur wiedergeben, dass sicherlich die Kontinuität von Wasserwerten, Licht und Strömung einen sehr hohen Einfluss haben. Aber das wirst du als Züchter dann besser wissen. Wie kamst du überhaupt zur Meeresaquaristik? Wie lange machst du das? Ja, tatsächlich schon seit 15 Jahren dabei. Ja. Genau, das kam damals. Ich habe in Hamburg gewohnt und ich habe mich schon immer für Aquaristik begeistert, schon als Jugendlicher. Und damals in Hamburg sind wir irgendwie auf den Trichter gekommen, meine Freundin und ich, dass wir uns Schlammspringer zulegen wollten. Ja, okay. Wir waren in einem Zooladen, da gab es Schlammspringer und dann hatten wir die da. Und dann haben da auf einmal Krabben, die mit drin waren, angefangen zu laichen. Und um die Krabbenlarven groß zu ziehen, inzwischen weiß ich, das geht nicht. Damals dachte ich, probieren wir es mal. Habe ich mir ein 12-Liter-Becken mit Meerwasser hingestellt, weil man dafür eben Meerwasser braucht. Ja. Und mit so einem Brocken Lebendgestein, den ich da reingepackt habe, da entwickelte sich auf einmal ganz viel Leben draus. Ja. Kleine Schlangen, Seesterne. Und das fand sie wahrscheinlich stark, oder? Das hat mich absolut begeistert. Und das wollte ich dann in größer. Und wir sind oft umgezogen. Mit jedem Umzug wurde das Aquarium immer größer und größer, bis wir dann nachher bei dieser Anlage hier gelandet sind. Größer geht auch nicht. Darf ich fragen, wie lange dieses Becken jetzt steht? Das steht, ich sag mal, erst seit 4 Jahren. Okay. Aber es war von Haus aus als SPS-Becken konzipiert? Ja. Eigentlich schon immer. Immer ging es mir um die kleinen polypigen Strandkorallen. Das hat so richtig angefangen in München. Das war so ab 2007, wo es dann richtig losging in München. Und das ist mein Steckenpferd. Und seit wir hier in Berlin sind, ging es dann auch richtig los, dass die so schnell gewachsen sind, dass man wirklich auch gucken musste, wohin mit den ganzen Korallen. Ja, stimmt. Das ist ja auch der Grund, warum man dann züchtet, nehme ich an. Ja. So, wir sehen ja im Moment jetzt ein ziemlich volles Aquarium. Und ich kriege ja bei deinen Facebook-Posts auch immer mit, du tust dich schwer, Dinge wegzugeben. Ja, also es wird immer schwieriger, neue Tiere zu etablieren, ohne alte rauszunehmen. Das ist in der Tat ein Problem. Ich bezeichne mich inzwischen selbst als Korallen-Messi, weil ich finde immer mehr Korallen, die irgendwo außergewöhnlich sind und die ich gerne halten möchte.
Auf der anderen Seite tue ich mich sehr schwer damit auszumisten und liebgewonnene Korallen abzugeben. So, anfangs war das noch ein bisschen einfacher als so, ich sag mal, die Brot- und Butterkorallen, die einfach nur grün waren, als ich die abgegeben habe. Aber inzwischen wird es halt schwierig, sich zu entscheiden, welche Koralle sehr zurückgeschnitten wird oder rausgeht. Das glaube ich. Man sieht es. Es ist wirklich nicht immer einfach mit der Kamera, solche Becken immer jedes Tier hundertprozentig hinzukriegen. Es ist einfach so, wissen wir selber. Es hat teilweise was mit Blau oder viel Sonnenlicht oder wenig zu tun. Aber es ist schon ein wahnsinnig richtig schönes Becken. Jetzt ist natürlich die Frage, du sagst 4 Jahre. Wie hast du den Steinaufbau hier verwirklicht? Der besteht komplett aus Totgestein. Ja. Damals, also als ich das angefangen habe aufzubauen, da war Indonesien noch, es gab Lebendgestein, aber das war mir einfach zu teuer. Und ich wollte die Freiheit haben zu modellieren, ohne unter Zeitdruck zu sein, dass das Lebendgestein kaputt geht. Deswegen habe ich diesen kompletten Aufbau aus Totgestein gemacht, aus dem, das ich immer noch ganz gerne verwende. Das ist das Carib Sea Base Rock. Ja. Oder das Southern Sea Base Rock. Ja. So. Nehme ich auch immer noch, wenn ich hier was anbaue. Ich baue das außerhalb des Beckens auf, klebe das mit einem ganz normalen Portland-Zement, mit einem Weißzement, wässere das kurz und dann kommt es ins Becken. Und ja. Hattest du anfangs Schwierigkeiten? Hattest du viele Werte gezogen? Nö, gar nicht. Achso, ja, Werte ziehen gut. Das ist bei dieser Art. Ist ja oft bei Totdeko, also ist man am Anfang. Also, du packst ja alles gleich voll Korallen. Das habe ich schon immer so gemacht. Das mache ich auch weiter. Also, du bist auch ein Schnellbesetzer, ja? Ich bin ein Schnellbesetzer. Ich empfehle auch jedem, mit dem ich spreche, schnell zu besetzen. Einfache Korallen rein, Lederkorallen, Gorgonien. Und wenn die stehen, gleich mit einfachen LPS hinterher. Das Leben reinkommt. Das Leben reinkommt, dass ein Umsatz da ist. Und klar, Biologie, also Bakterien spielen eine Rolle, aber ich versuche bei mir einfach durch die schiere Masse von Korallen das mit den Nährstoffen zu bringen. Hast du oft schon jetzt umgebaut? Weil ich sehe, du hast ja mehrere punktuelle Säulen, glaube ich, gebaut, wenn ich es so richtig sehe. Ja. Wahrscheinlich schon viel dran rummodelliert mittlerweile, ne? Ja. Für Platz für Korallen schaffen. Ja, tatsächlich. also das Riffplateau habe ich oben immer mehr erweitert und dieser rechte Riffabschnitt, der fällt in regelmäßigen Umständen, fällt er um. Echt? Der steht relativ locker und mit jedem Mal, wo das Ding umfällt, lerne ich dazu und stütze neu ab. Aber ich will nicht zu viele Stützen unten haben, damit eben die Strömung dann auch gut rumkommt. Und das letzte Mal habe ich da 8 oder 9 Kilo Stylopora runtergeholt, die halt handballgroß waren. Das waren 4 Stöcke und die haben das Ding zum Einsturz gebracht. Ja, das vergisst man nur zu leicht, wie Korallen, die wachsen, ein Gewicht zu legen, also Kalzium in sich, wahrscheinlich auch nicht nur Kalzium, sondern auch Strontium und Co., sich einlagern. Und das sieht man ja, wenn man so Seriatopora, die eine der schnellwüchsigen und unten schon noch so eine geile Farbe, ne? Ja. Die grüne oder so, die wachsen halt auch sehr viel schneller wie andere und die kriegen Gewicht. Richtig. Ja. Richtig. Tische noch viel mehr, glaube ich. Ja. Von der Koralle, die man da unten sieht, von dieser grünen Stylo, also ich habe eine grüne Stylo, eine Fidschi Pink und eine gelbe und die waren halt doppelt so groß wie das Teil da unten. Wahnsinn. Und die sind erst gewachsen, als das Becken stand, also die haben in 2 Jahren sind die zu so einer Größe herangewachsen. Das ist nicht was, unfassbar, ne? Ja. Apropos das Verhältnis der Korallengröße zum Wasser. Es ist ja eigentlich spannend, wenn ich jetzt gucke, mein kleines Mini-Becken mit 400 Liter, was das jetzt in 2 Jahren ist, ist voll. Mhm. Also mich würde jetzt mal interessieren, wie viel der Unterschied ist zu einem Becken, wo es ganz frisch war, also Korallen dieses Wachstum gar nicht hatten. Und jetzt, könntest du das hier sagen, wie viel du da an, also Biomasse Koralle zu Wasser im Verhältnis, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist im Prinzip, wird das ja, wenn du jetzt alles wachsen lässt, wird ja immer weniger Wasser und immer mehr Korallen, ne? Ja, wie das jetzt tatsächlich sich verhält, also was jetzt das tatsächliche Nettovolumen von Wasser ist, das ist eine schwierige Frage. Ich stelle blöde Fragen. Ne? Aber unabhängig davon, was schätzt du, weißt du noch, wie viel Kilo Steine du eingebracht hast? Ja, es sind tatsächlich nur 4 Pakete gewesen von diesen Base Rocks. Das heißt, es sind ungefähr 80 Kilo sind da drin. Beachtlich, ein bisschen Lebendgestein habe ich vom alten Becken noch mit rüber genommen, aber lass das mal 10 Kilo, 12 Kilo gewesen. Ja, also ein bisschen zum Einimpfen. Ne? Ja. Genau. Okay. Ja, also man sieht, ne? 80 Kilo Lebendgestein, aber bei uns waren es tatsächlich auch nur 20. Also ja. Und das auf 400, so kommt ähnlich hin. Ja. Klasse. Jetzt
Ist natürlich die brennendste Frage, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn Korallen wie Acropora, die haben ja nur einen sehr dichten Wuchs und dadurch auch hemmt es, Wasser durchzukommen. Ja. Was hast du hier für eine Wasserströmungsleistung? Oh, ja, da muss ich rechnen. Also, hier sind hauptsächlich Pumpen von Ecotech Marine verbaut, die Vortex. Eine 60er und vier 40er. Jetzt weiß ich gar nicht, was die Pumpen für eine Leistung haben. Die 40er, die haben, glaube ich, 17.000 und die 60er haben deutlich mehr. Ja, ja. Die 60er läuft auf ein Drittel, die schiebt einmal über die lange Seite, aus der Höhle heraus, und die 40er, die sind an der Rückseite verbaut. Genau, und ich sehe, du hast da noch zu den MP40 auch noch die Max Beck, glaube ich, sind es, oder Rezi oder welche? Nee, das sind die Max Beck Büre. Die, genau. Die großen sind das, die 350er. Ja, genau. Ja, glaube auch um die 20.000, ne? Oder sogar mehr. So viel? Ich glaube. Ich muss sagen, ich gucke immer nur drauf, was macht das Becken, wo braucht Strömung und was ist die größte Pumpe, die ich reinsetze. Ich finde das raus, die Daten, und werde es mit einblenden, weil ich glaube, das zeigt auch wieder, man fängt an vielleicht mit 5- bis 10-fachen, wenn man noch gar keine Korallen hat, und landet aber in so einem Becken mit Sicherheit deutlich mehr wie das 30 oder eher noch mehrfache. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Pumpe im Schnitt 20.000 fördert und es sind 7 Pumpen drin, dann hast du 1.800 Liter auf, was ist das, 17.000 Liter Umwelt. Ja. Nein, 170.000 Liter. Also das 100-fache. Ja. Okay. Da muss ich das Minimierte abrechnen. Aber wie man sieht, also es ist ja keine Koralle, die meckert, weil einfach zu viel Strömung auf einen Fleck kommt. Das ist ja eigentlich das Spannende von diesen Pumpen, ne? Das ist, ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung hierbei gewesen, das Riffdach zu beströmen. Wenn man so jetzt von der langen Seite ins Becken reinguckt, dann sieht man das gar nicht so. Dieses Riffdach, das ist komplett vollgepackt mit Acroporen und die stehen teilweise auch in sich, weil sie so groß sind, recht eng. Das heißt, ich muss, und an der Vorderseite möchte ich keine Pumpe haben, ich muss von der Rückseite aus vorne die Tischkorallen auch noch ausreichend beströmen. Mhm. Und dazu habe ich oben diese Gyre dran, die Wellen rüberschieben. Alle 10 Sekunden schieben die eine kräftige Welle komplett übers Riff rüber, die dann bis nach vorne in die Tischkorallen reinrollt. Ja, und das hat sich hier als sehr gut funktionierendes Prinzip erwiesen. Ja, klasse. Jetzt haben wir schon so viel erfahren und haben noch gar keine Details von Korallen gesehen. Aber das liegt an mir, Leute. Ich ziehe es raus, weil ich möchte erst die ganzen Grunddaten haben, bevor wir dann in Medias Res gehen. Unabhängig davon werden wir in Teil 2 mal etwas detaillierter auf die Zucht eingehen, wo natürlich die Grundlage dessen ist, was wir gerade gucken. Tom, das Becken, ich habe gesagt vorhin erfahren, du baust fast alles selber. Ja. Erzähl mal, wie hast du denn dieses Becken? Das wiegt ja nur richtig viel. Hast du den Unterbau gemacht? Der Unterbau, der besteht aus 45 mm Aluminiumprofilen, so diese typischen Itemprofile. Und da gibt es einen Online-Discounter, wo ich schon seit Ewigkeiten diese Sachen beziehe, Botetis. Und das direkt unter dem Aquarium ist ein Rahmen, der hat nochmal so eine kreuzförmige Strebe drin mit Doppelprofilen. Und ansonsten steht es auf 9 Einzelprofilen drauf. Okay. Und die Verkleidung? Das sind Weddinge Küchenfronten von IKEA. Ich habe es auch von den Abmessungen extra so aufgebaut, dass ich mit diesen Küchenfronten dahin komme. Cool. Und die sind mit Magnetschnappern da an kleinen Eisenplättchen dran. Allerdings, ich sage mal, hier unten bei mir im Keller, dass das heute so sauber ist, wie das ist, das hat keiner von den Leuten, die hier runterkommen, jemals so sauber gesehen. Da dürfen wir uns glücklich schätzen, dass du das extra für uns gemacht hast. Ich habe für euch aufgeräumt und geputzt. Ja. Ich habe aber auch gesagt, das musst du gar nicht tun. Ich glaube, da hat jeder Verständnis für, gerade bei so einer Zucht, ne, da ist es natürlich schon hart, so immer alles akkurat sauber zu haben. Ja. Was ich sagen wollte, es ist halt alles ziemlich hands-on. Das heißt, diese Küchenfronten da unten, die sitzen auch nicht immer gerade, so wie man das sieht. Und es ist halt, ich habe zwar High-End-Korallen und es geht immer darum, mir geht es darum, dass diese Korallen so gut wie möglich stehen und das Drumherum muss halt irgendwie in Ordnung sein. Der Fokus ist die Korallen. Aber wie beim Martin beispielsweise, da ist ja alles geleckt. Das würde ich niemals hinkriegen. Da bin ich euch der Typ. Ja, das Becken, ich meine, Martin seins, das wird bestimmt so in einem halben Jahr
auch alleine diese Größe, ne, und dieses Freigestellte hat natürlich wirklich was. Aber da muss er erstmal hinkommen, was die SBS-Korallen angeht. Ja gut, das sind die Korallen, das ist doch eine andere Sache. Liebe Grüße, Martin. Cool. Ja, jetzt gehen wir dann, wenn wir schon so weit sind, wollen wir dann auch noch in die Technik ein bisschen reingucken. Können wir machen, nicht erschrecken, da ist Gerödel, aber warten wir, riskieren wir einen Blick. Ich glaube, die Information, die es dadurch gibt, ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Vielleicht bleiben wir einfach noch ein bisschen auf dem Becken drauf und ich erzähle euch das zur Technik und dann müsst ihr nicht so lange auf mein verschmitztes Technikbecken draufhalten. Ja, nee, ich glaube, am allerwichtigsten ist, das kann man ja ganz kurz nochmal abhandeln, aber viel wichtiger ist, wie versorgst du deine Korallen? Fahre seit Ewigkeiten mit Kalkreaktoren, eigentlich schon immer. Ja. Ich habe mir irgendwann mal ausgerechnet, dass ich das amortisiert, auf einer Beckengröße von 500 bis 700 Liter mit einem Kalkreaktor zu arbeiten. Claude wird mich jetzt wahrscheinlich dafür mental in den Hintern treten, weil er halt sein Balling Light macht, aber ich mache immer mit Kalkreaktor. Und das bei diesem Becken auch. Angefangen habe ich hier mit einem großen Dastarco. Inzwischen bin ich vom Dastarco weg. Will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber Moment, das ist aber glaube ich schon für die User, also es geht jetzt nicht um Pro und Contra einer Marke. Ja. Mir geht es einfach darum, dass du kannst es, glaube ich, besser sagen wie ich. Ich schneide es nur an. Also ein Kalkreaktor, wenn funktioniert, ist es ein sehr gutes Mittel. Wenn aber nicht funktioniert, kann man sich dadurch auch das eine oder andere Problem einbringen. Ja, durch Schwankungen und Probleme mit dem Kalkreaktor habe ich mir schon dreimal ungefähr ein Drittel meines Korallenbestandes zersägt. Mhm. Zu viel CO2 ins Becken gekommen oder zu wenig, was gehackt? Nee, Carbonatschwankungen. Ja. Wenn die Carbonathärte schwankt, dann mögen das die Korallen, besonders bei der Größe, wie sie hier dazwischen stehen, gar nicht. Und das sind dann Schwankungen, die sind gar nicht mal so groß. Das ist dann, fällt ja mal auf 5,7 oder sowas runter. Und in welcher Zeit? Mein Becken hat einen KH-Drop am Tag von 2. 2, okay. So. Mit was fährst du es normalerweise? 8? 7. 7, okay, ja, 7. Gut. 6,7 bis 7,5. Das ist so das, die Range, in der sich meine Korallen wohlfühlen. Und wenn der Kaltreaktor ein Problem hat oder mal einen Tag lang nicht richtig liefert, dann kann ich 2 Wochen später Korallen rausschmeißen. Ja, es dauert aber ein bisschen, bis man das sieht, ne? Genau. Das ist übrigens immer das Gleiche, egal ob was du änderst, wenn du Licht änderst oder wenn du sowas änderst, es dauert, bis die Auswirkungen sichtbar sind. Ja. Du hast jetzt einen anderen Kalkreaktor? Genau. Also wie verhinderst du jetzt, dass sowas passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, weil ich meine, das ist ja immer ein Gerät, was mal ausfallen kann. Ja. Hast du irgendwie eine Überwachung oder sind das deine Augen, die... Sowohl als auch. Also zum einen habe ich inzwischen gelernt, dass es immer gut ist, ein Backup zu haben. Das heißt, der Dastarco, der steht hier auch noch in der Ecke. Der ist auch betriebsbereit. Das heißt, wenn mit dem, jetzt habe ich einen Deltec-Kalkreaktor, wenn bei dem Deltec irgendwas ist, dann wird wieder der Dastarco dran geklemmt. Mhm. Ich kann hier recht schnell reagieren, das ist wichtig. Wolltest du wissen? Pass auf, ich wollte wissen, was die Schwierigkeit ist, hast du ja eigentlich beantwortet. Ne? Ja. Also irgendwas hat ja nicht funktioniert und du hast eine Carbonathärte Schwankung reingekriegt, was dir im Prinzip zweimal oder dreimal ein Drittel des Bestandes gekostet hat. Also das ist das. Also ein Kalkreaktor ist gut, aber nur dann, wenn er gut läuft. Genau. Also als und im Moment hast du einen Deltec. Wollen wir auch mal für Deltec was Gutes tun. Ne? Obwohl wir jetzt keine Werbung betreiben wollen. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass der Deltec-Kalkreaktor doch durchaus noch nicht ausgereift ist und dass ich einiges an Umbauten vornehmen musste, dass der jetzt die nötige Carbonatleistung für mein Becken überhaupt liefert. Gut, hast du denen das mitgeteilt? Ich glaube, die freuen sich da schon auf solche Infos. Wir sind im Austausch. Also Deltec ist, was den Support angeht, muss ich sagen, auch richtig gut. Ich war positiv überrascht. Es war kurz vor Weihnachten. Ich habe gesagt, die kleine Feedpumpe, die da dran ist, ist zu schwach. Und daraufhin habe ich einfach unkommentiert einen kompletten Satz neuer Pumpen zugeschickt gekriegt. Okay. Das ist bei dem Dastarco nicht ganz so einfach gewesen. Ja, das ist... Ja, ich glaube, jeder macht so seine Erfahrung mit dem einen oder anderen Produkt. Insofern wäre jetzt noch interessant, was nutzt du für ein Material in deinem Kalkreaktor? Jetzt ist Rovalit drin. Das ist eigentlich das gleiche wie beim Dastarco, nur ein kleines bisschen feiner. Ja. Die haben die gleiche Wirkungsweise. Ne? Die haben beide eine CO2-gefüllte Kammer, wo das Wasser durchgeleitet wird. Und dadurch wird der pH-Wert so weit gesenkt, wie es irgendwie geht. Und deswegen ist da Calciumcarbonat als Material drin. Okay.
Jetzt sind wir aber dazu, okay, du hast jetzt mal deine Grundversorgung so hingekriegt, aber dadurch haben deine Korallen noch keine Mineralienversorgung in dem Sinne der Spurenelemente. Das machst du über? Fauna Marine. Also die ganz normalen Traces oder in welche Richtung gehst du da? Ja, es ist hier ein bisschen speziell. Ich arbeite schon immer mit Fauna Marine Produkten. Soll jetzt keine Werbung für Fauna Marine sein. Claude und ich kennen uns nur sehr gut seit 10 Jahren und er hat mich schon immer unterstützt bei dem, was ich mache. Mhm. Und es ist, dass ich einfach über diese lange Zeit, die ich mit den Produkten arbeite, weiß, an welcher Stellschraube ich mit seinen Produkten drehen muss, damit hier entsprechend was passiert. Du weißt, wenn du von Trace 1 was nimmst, was ist drin und 2 und 3 und so weiter oder an den einzelnen Elementen. Genau. Mhm. Und das ist der Grund, wieso ich halt mit diesen Sachen arbeite. Nicht, wurde mir auch schon unterstellt, kriegst du doch irgendwie Cola oder sowas. Nee, das ist es nicht. Ich arbeite einfach sehr lange damit und kenne mich mit diesem System ganz gut aus. Mhm. So, und dieses System läuft mit den Balling Traces. Das heißt, hier ist eine Dosieranlage dran, die dosiert recht stumpf die Balling Traces, die normalerweise zum Balling-System dazugegeben werden, parallel zum Kalkreaktor. Das geht deswegen, weil dieses Kalkreaktormedium, was da drin ist, das ist ein fossiles Korallengestein, da sind relativ wenig Spurenelemente Einlagerungen drin. Das heißt, durch diese Art des Kalkreaktors bringt man fast nur Kalzium ein. Richtig, du wirst irgendwann die Farbverblassung haben, wenn du keine zusätzlichen Sachen zugibst. Das ist egal, von welchem Hersteller. Ja, aber das wird alleine das Becken nicht farblich erhalten, glaube ich. Genau. Und wenn du mit Korallenbruch arbeiten würdest, dann wird noch alles mögliche andere mitgelöst. War eigentlich früher aus meiner Sicht immer noch, das ist genau das, was drin war, aber da streiten sich ja auch die Geister. Gut, da ist auch ein bisschen Phosphat drin. Ne? Strontium ist eingelagert, aber... Das Phosphat, das ist da gar nicht das Thema. Das Problem ist, dass du einen sehr schwankenden Spurenelemente-Haushalt hast. Dass je nachdem, wo jetzt der Korallenbruch herkommt, haben die Korallen anders gestanden, haben die andere Spurenelemente-Einlagerungen und dann kannst du halt nicht mit so einer Spurenversorgung arbeiten. Mhm. Und wie viel, wenn ich fragen darf, wie viel gibst du davon so zu? Milliliterweise? Puh, ist ja bestimmt auch ordentlich, oder? Da muss ich jetzt... Weißt du nicht, also komm. Also ich habe angefangen mit 35 Milliliter pro Trace pro Woche. Mhm. Das ist inzwischen aber ein bisschen davon abgewichen. Ich habe immer mal nach oben, nach unten korrigiert, je nachdem, wie die ICP ausfällt. Mhm. Wie oft machst du die ICP-Messung? Ich nehme mir vor, alle 4 Wochen. Meistens verschludere ich das ein bisschen und schicke erst wieder ein, wenn ich irgendeine Veränderung an den Korallen merke. Dann wird wieder gerade gezogen, dann steht das Becken wieder super und ich beiß mir selber in den Hintern, warum ich nicht schon 2 Wochen früher eingeschickt habe. Das stimmt. So, wir sind jetzt in deinem Heiligsten, also der Zwischenraum zwischen einem Ablegerbecken und dem großen Hauptbecken. Ja. Und du hast ja schon mit dem Kalki angefangen, jetzt darfst du gerne auch weitermachen. Ja, genau. Wir sind hier im Technikbereich. Ich muss mich vorweg etwas entschuldigen, wie gesagt, hier ist alles hands-on und ziemlich kruschtig, aber ich zeige es euch trotzdem, weil diese Anlage, die ist einfacher aufgebaut, als man jetzt denken könnte. In der Technik, das Wasser kommt hier runter, also von der gesamten Anlage, von allen Becken, die da dran sind, geht alles Wasser hier rein und geht erstmal zwangsweise durch diesen Fließer durch. Hast du selber gemacht? Den Fließer habe ich selber gebaut, selber konstruiert. Der besteht aus Hart-PVC-Platten, die habe ich mir von der Berliner Firma zurechtfräsen lassen. Der hat hier diese Rillen an der Seite und da läuft eine 30er Rolle für ein Keulzubehör darüber. Ja. War gar nicht so einfach, ein Fließ zu finden, was nicht mit einem Eiweißabschäumer interferiert, aber das ging dann. Das ist jetzt von Genesis ein Fließ, was auch in der Aquaristik verwendet wird. Mhm. Genau. Dann haben wir hier einen Bubble King 300 Deluxe und der hat einen Reiniger, den AquaDriver Helix mit drauf. Okay. Für die es nicht wissen, der macht die Steigrohr sauber. Genau, dieser hier macht nicht nur das Steigrohr sauber, der macht alles sauber, der hat nämlich auch noch eine Ringumspülung. Okay. Diese Ringumspülung ist allerdings auch selber gebaut. Also ich improvisiere und bastle ein Handwerker. An ganz vielen Ecken und Enden, genau. Und da ist eine Membranpumpe, die jagt da richtig mit Druck das Wasser dann außen nochmal drauf und spült den ganzen Schmodder, der da drin ist, auch weg. Automatisierung ist für mich hier ein wichtiges Thema, weil ich irgendwie versuchen muss, die Wartung der Anlage so gering wie möglich zu halten. Das heißt, den Eiweißabschäumer mache ich tatsächlich einmal im Monat sauber. Den Rest macht er selber sauber. Ansonsten geht das alles hier unten in diesen Eimer da rein.
Ja, Automatisierung, Wassertests werden hier auch automatisiert. Da ist hier oben ein Reefbot. Ja. Da kann man auch verschiedener Meinung sein zu dem Teil. Ich habe mich damit arrangiert. Also er misst halt mit der Genauigkeit, mit der Tröpfchentests in der Genauigkeit sind. Aber wenn ich jetzt einen Tröpfchentest interpretiere oder das, dem kommt es aufs Gleiche raus. Okay, aber du hast einen schönen regelmäßigen Überblick über zum Beispiel Carbonathärte. Genau. Also die Schnellverbrauch oder Calcium, was auch immer. Ja. Ne, also das Wichtigste ist echt die Carbonathärte. Die wird jeden zweiten Tag gemessen und das ist dann schon selten bei mir, normalerweise fast jeden Tag. Und Phosphat messe ich auch regelmäßig. Nitrat ist eigentlich immer kaum was drin in der Anlage und Phosphat schwankt, je nachdem, wie viel ich gefüttert habe. Okay. Genau. Dann haben wir hier noch die Spurenelementeversorgung. Das ist eine Camoa F4, also eine ganz günstige Pumpe, einfach die halt zuverlässig, ich bin total zufrieden mit dem Ding, die macht, was sie soll, ist von der Bedienung her ein bisschen umständlich, aber sie macht, was sie soll. Ist die kleine oder die große? Die kleine, die 4. Die F4, FX oder so ähnlich. Ja, die F4. Ja, ist die wird gut empfohlen, ja. Genau. Und dann sieht man hier noch jede Menge Controller und Kabel rumliegen und hier den Profilux und darunter noch einen alten Dozer, den ich noch rumfliegen hatte. Und damit, wenn ich zu viel Phosphat im Becken habe, dann gehe ich damit Lantan ran. Über den Fließer oder wie machst du das? Über den Abschäumer? Genau, das geht hier in den Rücklauf rein, da hat es genügend Platz und Zeit, um zu reagieren. Und da alles Wasser, was bei mir durch die Anlage geht, erstmal durch den Fließer läuft, wird es dann halt über den Fließer rausgeholt. Genau. Gut. Genau. Ja, und das hier ist noch was Besonderes. Das ist eine Spritzenpumpe. Die habe ich mir von eBay geholt und die wird auch über den Profilux angesteuert. Und da ist Coral Vitality drin. Weil bei meiner Beckengröße muss ich 0,6 Milliliter Coral Vitality am Tag dosieren. Und das kriegst du mit einer normalen Pumpe nicht hin. Ja. So. Das merkst du aber deinen Korallen an, ja? Das merke ich. Ja. Diese kräftige Ausprägung der Farben das und auch in der Fluoreszenz diese kräftige Ausprägung, die kommt auch mitunter durch das Coral Vitality. Mhm. Cool. Das Zeug ist nicht ungefährlich, wenn man Korallen hat, die ein Problem haben oder wenn man Schwankungen in der Carbonathärte und im Phosphat hat. Und man zu viel davon zugibt, dann schrippt das auch ganz gerne mal eine Koralle. Mhm. Aber deswegen bin ich immer vorsichtig in der Dosierung. Aber wenn alles läuft, dann ist es ein super Zusatz. Genau, jetzt du sagst ja, für die gesamte Anlage ist das, oder? Oder nur für das Hauptbecken? Nee, da laufen das Hauptbecken, das Ablegerbecken, das große Ablegerbecken drüben und das kleine Becken. Was sind das dann Gesamtliter? Also was hat der Rest so noch dazu? 3000 ungefähr. 3000, okay. 3000 Liter. Ja, super. Genau. So, wir haben jetzt, du hast alles ausgestellt, wir können jetzt oben einen Blick auf das Riff genießen. Ja. Ja, das ist wie immer der schönste Anblick eines Aquariums. Ja. Zeigst du uns mal deine ganz besonderen, also ich meine, es sind alle wunderschön, aber du hast gesagt, jetzt kommen wir zu dem Punkt Signature Corals. Ja, die Signatures, genau. Ja, also wie soll man das den Aquarianer da draußen erklären? Das ist eine Koralle, die du hast und sonst keiner. Es keinen Künstlernamen für gibt, richtig? Ja. Ja, oder nein? Quasi. Erklär mich. Also entweder gibt es auch keinen Künstlernamen oder ich war zu faul, ihn zu suchen. Beziehungsweise ich habe ihn halt noch nicht gefunden. Ja. Wenn ihr da draußen für die Korallen, die bei mir hier Künstlernamen haben, welche findet, was halt dann tatsächlich dieses Tier ist, dann könnt ihr mir die auch gerne mitteilen. Ja. Bin ich froh drum, wenn ihre Tiere richtig klassifiziert werden. Gut, Klassifizierung, da dreht sich der Wissenschaftler auf. Ja, natürlich, aber es hat sich weltweit durchgesetzt, dass man zum Beispiel, los ging das eigentlich mit Krustenanemonen, weil kein Mensch sich da dran setzt und die wirklich auseinanderhält. Da gab es dann Namen und das gibt es mittlerweile, glaube ich, für alle Tiere aus Amerika. Ja. Und ja, da hast du jetzt auch dazu beigetragen, zu diesen Signature. So ein paar gibt es dabei, ne? Beispielsweise die Mighty Mouse. Ich hole hier mal den Zeigestab. Das ist dieses schöne Tier hier. Genau, also das hier ist die Mighty Mouse. Das ist eine Acropora tenuis. Die habe ich vor ungefähr 4 Jahren. Ja, vor 4 Jahren habe ich die gekriegt. Auf einem kleinen Ableger. Das war ein Wildbruch aus dem Indonesien-Import. Das heißt, das ist keine Farmzucht und deswegen ist das jetzt kein Tier, das man so oft findet, außer bei mir hier. Wobei man auch dazu sagen muss,
die ist bei mir gewachsen und ist dann zur Bekanntheit gekommen, als dann Indonesien das Importverbot halt in vollen Zügen war. Da hat man sowas einfach nicht gekriegt. Die Korallen, die jetzt von Indonesien reinkommen, die haben die gleiche Qualität, sind teilweise besser. Nur dieses Tier, auch die dahinter, das ist die Genie, die sind halt deswegen bekannt geworden, weil einfach nichts da war in dieser Richtung und in dieser Färbung. So. Ist ja oft so, ne? Alleine ja. Vor 2 Jahren die Merlin Stuff, wo dann auch die Preise entsprechend hoch sind. Ne? Genau. Aufgrund der Knappheit und Wachstum. Ne? Ja. Und ich habe ja, inzwischen habe ich ja ein Gewerbe und habe jetzt auch mal angefangen, Geld zu reinvestieren und mir mal selber Akkus aus Importen und von den Großhändlern rauszusuchen. Wobei ich das nicht mache und sage, hier schick mir 3 Kisten, sondern das sind dann alles handselektierte Tiere. Und das muss ich auch sagen, ich zahle auch gerne mehr dafür. Wenn ich eine Koralle kriege, die wirklich 3, 4 Farben ausbildet, dann ist mir das egal, was die kostet, weil sowas fehlt mir hier in der Anlage, brauche ich. Also Leute, ihr habt es gehört, ne? Also was mir noch fehlt, ist die Jason Fox Homewrecker. Wenn da einer einen hat, gerne bei mir melden, kann man drüber reden. So, das hier unten ist nämlich auch die Walt Disney, das Original. Da bin ich auch sehr froh, dass ich da jetzt meinen ersten Ableger von habe. Walt Disney, das ist die, die unter Tageslicht relativ unspektakulär ist, aber dann unter Blaulicht ihre 4 Farben zeigt. Nein, tatsächlich ist diese auch bei Tageslicht. Auch bei Tageslicht. Die ist auch bei Tageslicht. Die ist halt gelb mit lila Spitzen und quietschgelben Polypen. Und unter Blaulicht, da ist das schon schlimm, weil wenn die anderen Korallen mit Filter gut aussehen, überstrahlt hier alles, sodass man den Filter schon fast wieder runternehmen muss. Also das ist echt ein hartes Ding. Ja gut, wir dürfen freundlicherweise natürlich auch noch Blaulichtaufnahmen später machen. Ja. Wollten uns aber jetzt erstmal bei Tageslicht, weil es, muss ich ja zugeben, nicht immer einfach für eine Kamera ist. Das Auge ist einfach immer noch besser, egal welche Kamera. Ja. Nee, aber die Walt Disney ist wirklich was Besonderes. Also da kann ich den Hype um dieses Tier auch verstehen. Das ist einfach eine Koralle, die weit von allem entfernt ist, was man sonst so im Becken hat. Wächst langsam, nehme ich an. Nö. Nö? Die gibt gerade Gras. Die gibt gerade Gas und die macht bei mir 1 bis 2 Zentimeter im Monat. Also die wird den nächsten Stock sein. Ja, super. Und dann ist hier noch eine Koralle, die ist auch was Besonderes. Das ist, ich nenne sie Tellus Citrus Fruit, also die Zitrusfrucht. Weil sie, weil sie gelb-grün ist und auf den Kelchen, da wo sie besonders sonnenexponiert ist, weil sie auf den Kelchen eine quietsch-orangene Fluoreszenz hat. Habe ich so noch nicht gesehen und die ist über Australien zu mir gekommen, ist auch ein Wildtier, das heißt keine Farmzucht, gut, gibt es in Australien eh nicht, aber das ist ein Wildtier und die ist einzeln bei mir angekommen und ja, die hat sich auch erst nach einem Jahr in diese Farbausprägung hin entwickelt. Und deswegen ist es halt was Besonderes. Die kriegst du nirgendwo anders, die kriegst du hier im Jahr. So, genau, also dieses Tierchen hier, da, diese Millepora, ich nenne sie die Golden Mille, ist halt einfach eine Millepora, die gelb-orange ist. Und in der kräftigen Farbe habe ich sie bisher auch noch nicht woanders gesehen. Die ist hier, das ist eine, ich meine in Anführungszeichen, Berliner Tauschkoralle. Die haben ja sehr viele Leute in Berlin im Becken, aber abgesehen davon eigentlich nirgendwo. Und die ist auch irre nachgefragt, weil sie halt diese starke plakative Farbe hat und dazu auch noch eine total abgefahrene Fluoreszenz. Die leuchtet von vorne bis hinten. Ist jetzt keine Signature-Koralle in dem Sinne, aber ist mit eins meiner schönsten Tiere. Ja, das ist tatsächlich auch eine Signature-Koralle, aber nicht von mir, sondern von Fauna Marine. Die wird von Fauna Marine Claude Monet genannt. Die habe ich vor 3 Jahren bekommen. Allerdings nicht direkt von Fauna Marine, sondern von einem befreundeten Aquarianer. Der hatte damals ein Problem mit seinem Becken und hat mir einfach alle Korallen rübergestellt und nach 2 Monaten wieder abgeholt. Und er meinte dann, er holt sich seine Korallen, das waren 150 Liter Becken, also es war easy, die hier unterzubringen. Und der meinte, der holt sie sich halt in der Größe wieder ab, wie er sie bei mir abgegeben hat. Und dann mussten wir halt ein Drittel von den Korallen abmachen. Das hat er wieder zurückgekriegt, der Rest ist hier geblieben. Das ist der. Und die heißt deswegen, also das ist die gelbe mit den mit der lila Basis. Genau. Warum heißt die Claude Monet? Da musst du den Namensgeber Claude Schumacher fragen. Von dem kommt das Tier. Okay, also das ist so, dass er das entdeckt und bezeichnet hat. Genau. Ich sehe gerade, wenn ich die von oben filme, sieht die wiederum ganz anders aus gerade. Also manche Korallen sind etwas schwieriger zu filmen als andere. Aber ich glaube, es wird passen.
Ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Tier, weil sie eine lila Basis hat, dann diese gelben Spitzen da drauf und dazu noch, jetzt gerade sieht man es nicht so, aber relativ große weiße Polypen. Und wenn da die Strömung durchgeht oder morgens nach dem Aufstehen, also wenn das Licht angeht und die Polypenexpansion noch so richtig extrem ist, ist das ein wunderschönes Tier. Jo. So, jetzt sind wir wieder vor der Kamera. Und zwar gehen wir jetzt in einen ganz speziellen Bereich rein, und zwar in das US-Style-System. Das ist nämlich eigentlich das Steckenpferd von dir und war da der Grund. Also du suchst da deine Tiere im Prinzip dafür aus. Warte ganz kurz, während wir jetzt du uns das erklärst, zeigen wir euch mal das ganze Becken in einem richtig schönen Blaulicht mit einem Filter. Auch ein paar der besonderen Tiere natürlich, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, es leuchtet alles. Aber jetzt du, und zwar zu US-Style und dem Sinnen dazu. Genau, ja, der US-Style, ne? Von einer Marine ins Leben gerufen worden, beziehungsweise übernommen worden aus den USA, deswegen heißt das auch so. Da hält man seine Tiere gerne blaulastiger und geht da vom Steckenpferd oder von dem Aspekt her mehr so auf die fluoreszierenden Farben. Und da gibt es insbesondere aus Indonesien einige Steinkorallen, die halt mehrfarbige Fluoreszenzen ausbilden. Die sind dann im Tageslicht teilweise nicht ganz so intensiv gefärbt, aber unter Blaulicht zeigen sie halt, was sie können. Die muss man ein bisschen in die Richtung trimmen, also das Tier muss die richtige Genetik haben, dann muss man auch von den Haltungsbedingungen ein bisschen in diese Richtung arbeiten, dass die Tiere diese Farben zeigen. Aber eine Zwischenfrage eingestellt, weil immer denken, wir stressen die Korallen damit. Du hast nicht den ganzen Tag blau an. Nein, genau, gar nicht. Also von Claude die ursprüngliche Empfehlung für das US-Style war, glaube ich, dass man 6 Stunden normal beleuchtet und oder sogar noch weniger, glaube ich, 4 Stunden, ich weiß es gar nicht, sorry. Ja, so halb, glaube ich, ne? So ja, ein bisschen. Und genau, und das ist es hier nicht. Also ich fahre hier tatsächlich 10 Stunden am Tag ein total neutrales Tageslicht. Gut, total neutral, bei 6.000 Kelvin, ich bin ungefähr bei 8.000 bis 10.000 Kelvin unterwegs. Ja, das ist halt so 6.000, also 5.600 ganz früher, die Herkulestrahlen, die waren ja einfach bis gelb. Genau. Muss man ja auch dazu sagen, das ist auch nicht mehr schön. Jetzt haben wir hier gerade für die Kamera, haben wir das Licht noch mal ein kleines bisschen gelber gemacht. Aber die normale Tageslichtbeleuchtung liegt ungefähr bei 10.000 Kelvin. Ja. Und wenn es dann ins US-Teil blau reingeht, das ist es abends noch mal ungefähr für 1,5 Stunden, also gar nicht so lange. Aber dann ist wirklich nur Royal Blau und UV an. Und alles andere ist aus. Weil dann funkelt es am schönsten. Ja, das stimmt. Also ich kann das auch von uns nur so sagen, dass das dann die schönste Stunde für mich. Nicht jeder ist Blaulicht-Fan. Ich bin es tatsächlich, wenn auch ich nicht solche anspruchsvollen Korallen habe. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn es im Aquarium leuchtet. Und es gibt tatsächlich viele, die finden das auch gut. Und interessant ist tatsächlich eben, dass man ganz speziell dafür Tiere kaufen kann. Ja. Und das bringt uns auch jetzt dazu, wir werfen jetzt noch einen kleinen Blick in dein neues LPS-Becken. Das ist noch ganz, ganz frisch. Einfach nur, dass man es mal gesehen hat. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir dann Teil 1 beenden, weil der ist schon, glaube ich, sehr lang geworden. Und machen dann in Teil 2 weiter. Und zwar, da geht es um deine Korallenzucht. Sehr geil. Alles klar. Schön. So, und jetzt sag uns doch bitte mal, du hast jetzt schon so viele Becken. Warum hast du jetzt noch ein Becken aufgestellt? Ich wollte was ausprobieren, denn die gesamte Anlage, die ist recht hochtechnisiert. Da ist viel Automatisierungstechnik dran und da werden die Wasserwerte gemonitort. Und es ist für viele Kunden bei mir auch, weil ich habe ja auch noch meinen kleinen Online-Shop, und viele Kunden sagen, boah, können wir eigentlich solche Korallen auch ohne den ganzen Aufwand halten, den du hier betreibst. Und deswegen wollte ich mal ein Becken aufbauen, das halt wirklich absolut mit geringstem technischen Aufwand läuft und nachher trotzdem schön aussieht. Okay, vorzugsweise jetzt LPS, genau, auch die genau. Leuchten ein bisschen. Genau. Und nicht nur, wie man sieht. Ja. Also wir haben ein paar Euphilias drin, wir haben Scheibenanemonen drin, da ist auch eine Weichkoralle drin und eine Gorgonie, glaube ich. Ne? Ja. Oder ist es eine Alveopora? Achso, unter der Alveopora liegt noch eine Gorgonie, die ist runtergefallen. Aber da ist eine Alveopora. Dieses Becken hat ein Vorbild. Ich habe auf YouTube nach verschiedenen LPS-Becken gesucht, weil ich wirklich was aufbauen wollte, wo einfache Korallen drin sind. Ich wollte kein besonderes Licht drauf machen. Das Ding hat keine Mengenelemente versorgen, also da kommt kein Balling ran. Das wird alles über Wasserwechsel gemacht und das hängt auch nur ein kleiner Abschäumer von Deltic drin. Und
da habe ich nach Becken geschaut, die einen entsprechenden Korallenbesatz haben. Und für mich ist es neu, weil LPS nesseln viel stärker als SPS. Wenn sich hier zwei Korallen, die von der Art her nicht verwandt sind, in die Quere kommen, dann machen die sich ganz schnell platt. Bei einer SPS, da vernesselt ein Ästchen vielleicht das andere. Wenn hier eine Koralle ihr Kampftentakeln rausstreckt oder ihren Magen über eine andere drüber stülpt, wie das mit Mophora gerne macht, da bleibt halt einfach nichts von der anderen Koralle über. Und deswegen sind hier jetzt, man sieht schon die ersten LPS, die drin sitzen, da sind viele Blastomussas und Euphilias und Charlieses und so. Die sitzen alle auf relativ viel Abstand und dazwischen sitzen schon die ersten Zoas. Das heißt, später soll es mal so sein, dass immer mal so ein paar LPS-Inseln sind, wo artverwandte Korallen sitzen, die dann halt ein schönes Päckchen bilden. Und dazwischen sind dann Zoas. Oder hier die Clavularia, wie heißt die Clavularia? Clavularia viridis, ne? Genau, ne? Davon habe ich dann noch verschiedene Farbmorphen da. Und das soll dann so aufgebaut werden, dass man nachher nichts mehr von den Steinen sieht. Und es eben vollgepackt ist mit schönen, bunten, einfachen Korallen. Das wird bestimmt klasse. Tolle Geschichte. Hast du aber jetzt dritte Woche? Das steht erst seit 3 Wochen, ja. Und die Ungeduld kommt wieder durch. Ich habe eine Testkoralle reingesetzt, die hat die Polypen aufgemacht. Also ich habe wirklich Becken aus der anderen Anlage genommen. Ich habe diesen Steinaufbau noch nicht mal gewässert. Ich habe einfach nur Wasser reingekippt, habe eine Koralle reingesetzt. Die stand gut. Dann habe ich den Rest der Korallen reingesetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das nicht läuft, dann baue ich das halt einfach wieder alles zurück. Aber Woche 3 und es steht alles. Gut, ich bin gespannt. Du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten. Im Übrigen, auch jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, willst jetzt auch endlich ein bisschen mehr draus machen. Ja. Also du hast den schon länger, hast aber immer nur so sporadisch mal, glaube ich, so mal ein Video gedreht, ne, vom Becken. Ja, genau. Was auch tatsächlich schon sehr stark geklickt worden ist. Also für das, dass du da einfach mit dem Handy so ein bisschen drüber gefilmt hast. Ja. Ja, also da werden wir einiges zu erwarten haben. Den Link übrigens zu Tom linke ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ja, danke schön. Ja. Und ansonsten Toms Korallen, darüber findet man mich überall. Genau. Also Website Toms Korallen, dann Instagram wahrscheinlich, Instagram, Facebook YouTube, und überall. Natürlich jetzt auch YouTube. Ja, Tom, vielen Dank für Teil 1 und wir sehen uns dann in Bälde, ja. Wahrscheinlich in der Woche zu Teil 2. Da geht es nämlich ganz konkret um die Nachzuchten, die der Tom so produziert. Damit wir da mal reingucken in die Becken, weil auch da gibt es 2 verschiedene größere Becken und noch ein ganz kleines Becken. Also hier kann man eigentlich aus dem Gucken nicht rauskommen. In dem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, vor allen Dingen für diese viele Geduld, weil es ist halt lang, aber es ist halt spannend, hoffe ich wenigstens. Also, bis dann. Dankeschön. Happy Reefing.